Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage. Gut, wir gehen mal hier ins Jackpots rein. Hier sollten wir dann mit Sarah nochmal reden. Okay. Komm schon, Sarah. Wenn ich irgendwas über die Scorcher wüsste, hätte ich's doch schon ausgespuckt. Clive, du machst es nur noch schlimmer. Sag mir einfach, was sie vorhaben. Ich verstehe echt nicht, was das noch soll. Ehrlich, wenn ich wirklich was verheimlichen würde, meinst du im Ernst, ich würde das hier riskieren? Wie viele Drinks kann ich mit einer Hand noch servieren? Mit nur einem Fuß? Komm schon, Sarah, hör doch auf. Ich gebe dir eine Runde aus. Lass uns reden, ja? Komm bitte. Aber er hat mich ausgehalten. Jetzt muss er sich vor seinen alten Kollegen verstecken. Du siehst jedenfalls aus wie frisch aus der Hölle. Was hast du entdeckt in der Raffinerie? Feuersturm ist eine fliegende Kampfmaschine? Und Schlich ist Treibstoff? Wenn sie das Ding in die Luft kriegen, ist keiner mehr sicher. Nicht mal in Wellspring. Zeit ist um, Clive! Warte, warte! Ich kann dich in ihre Basis bringen! Warum sollte ich dir glauben? So wie ich die Scorcher einschätze, töten sie jeden. Auch mich. Wie kann ich das Ding knacken? Oh nein! Wenn die rauskriegen, dass ich dir geholfen habe, bin ich in Wellspring überhaupt nicht mehr sicher. Neben denen bist du nur ein kleiner Fisch. Aber ein ziemlich hübscher. Na gut. Was muss ich tun? Bring mich einfach aus dem Ödland weg. So weit weg von den Scorchern wie möglich. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bräuchte ein eigenes Schiff, um dich hinzubringen. Hör zu, ich bin sowieso im Arsch. Bring mich hier irgendwie raus und du kannst dich allein mit Feuersturm rumschlagen. Rede doch mal mit J.K. Styles über seine letzte Werbeaktion. Die Oase soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Ach, wir haben keine große Wahl. Wir brauchen Clives Hilfe, wenn wir das machen wollen. Ich behalte ihn hier im Auge. Hol du das Ticket von Styles. Wenn du bei Bash TV nicht reinkommst, rede mit dem Rennansager in der Stadt. Nö, das passt. Das haben wir ja schon gemacht. Zeit für ein kleines Spielchen? Guten Bester, ja, wir können ja mal kurz gucken. So, na komm, setzen wir mal gerade 50. Auf. Immer auf Rot. Dann schauen wir mal. Na, komm, komm, komm. Sehr gut. Hat es ja richtig gelohnt. Dann mal auf Schwarz jetzt. Aber dann soll es auch wieder reichen fürs Erste. Schade. Du hast die Zahl erwischt. Hä? Aber ich habe trotzdem Geld gekriegt. Danke fürs Mitmachen. Bitte. Okay, mit Clive können wir nicht reden. Oder? Ah. Mitzunehmen ist hier, glaube ich, auch nichts, so wie das aussieht. Nicht mal ein Bier können wir mitnehmen. Dreist. Okay, dann ab zum Muten. Warte mal, ich gehe mir, glaube ich, noch ein paar Raketen kaufen vorher. Kriegen wir eigentlich ein... Ich glaube, ich habe nicht genug Geld, aber ich glaube, wir könnten ja so eine bessere Rüstung holen, oder? Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Genau. Das war Sinn der Sache. Gibt es ausschließlich Spitzenqualität. So, Laservorrichtung könnten wir noch holen, oder? Allerdings das Letzte, was mir noch fehlt, von daher... Warum nicht? Ein paar Granaten noch.
Schönen Tag noch. Dankeschön. Und der Rest geht dann, glaube ich, in Munition, beziehungsweise in Raketen für das Auto. Gefährlich und oftmals tödlich. Hallo, mein Freund. Hi. Ich habe die besten Autoteile, die es gibt. Ja, ich brauche am besten erstmal Munition. Obwohl, die hätte ich bei Koffer wahrscheinlich auch kaufen können. So, sehr schön. Ich glaube, ich habe ja eh schon die Rennreifen mit Klingen bei dem Ding drauf, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee, hier wollte ich, glaube ich, noch sparen. Mal ein bisschen noch zwei, drei Rennen fahren. Und die Sportfederung. Ich glaube, ich muss noch ein paar Rennen fahren. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Danke. Irgendwann. Aber jetzt machen wir erstmal den Scorchers DLC hier fertig. Und die Aufträge hören wir uns auch mal noch an. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen beschäftigt hier. Beim Fahrzeugunterhalt gibt es mehr. Ach, ja gut. Das sollte ja passen soweit. Ja, ich schätze mal jetzt direkt zum Mutant Bash, oder? Wie sieht's aus? Jo. Gut, dass wir das schon gemacht haben. Zerbritzel. Ja, ich glaube, wie gesagt, jetzt müssen wir Level 4 oder so zerlegen oder Level 5 sogar schon. Keine Ahnung. So, hallo. Tja, ich hätte gerne ein Ticket, bitte. Na, wenn das nicht mein Lieblingskandidat ist, willkommen zurück. Das Spiel ist dasselbe, aber dieses Mal ist die Herausforderung ein kleines bisschen größer. Für einen Kandidaten wie Sie allerdings. Oh, kein Problem. Also, sind Sie bereit für Folge 2? Alles klar, schließe alle Reden vom Mutant Bash lebend ab, wenn du es in einem Schiff gehört. Das Ticket dir. Gut. Exzellent, exzellent. Gehen Sie noch einmal durch die Tore. Und viel Glück. Ja, mal gucken, was das jetzt wird. Ich glaube, Schrotflinte wäre auch wieder so mit die sinnvollste. Oder? Nehmen wir die. Ja, da haben wir nicht mehr so viel. Herzlich willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mutant Bash TV, der Show, in der das Blutvergießen Schrumpfest. Heute haben wir einen neuen Kandidaten, direkt aus der Vergangenheit. Er sieht hart aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden. Jo. Hübsch. Okay, Leute, die Show kann beginnen. Wahrscheinlich so Überträgerdrohnen oder so. Ja dann, meine lieben Mutanten. Auf geht's. Hey, Konfetti bekannt. Dass Sie schon mal hinschauen sehen. So, das war's mit euch. Läuft.
Ja, das lief gar nicht schlecht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Munition kaufen sollen. Seid ihr bereit für die zweite Herausforderung? Jetzt legen wir die Latte etwas höher. Oh. Zerlegst du ja schon so. Ich habe ja noch einen Raketenwerfer, ne? So, da habe ich jetzt öfter mal daneben geschossen. Aber ja, war jetzt auch wieder etwas mehr zu zerlegen. So, dann hätte ich gerne hier wieder Munition. Passen Sie auf und suchen Sie nach auftauchenden Zielen. Komm. Ganz nett. Ah, da ist tatsächlich Munition. So, was gibt's denn hier Schönes? Auf zum nächsten Mutantenmassaker! Oh. Okay, okay. Das ist eine Bombe. Autsch. Okay, die machen mir doch ein bisschen mehr Probleme gerade. Aua, wo denn? Wo denn? Da habe ich immer nichts mehr sieht. Darum geht's in diesem Spiel. Fuck, 60 Sekunden so langsam. Müssen Sie verdammt schnell sein.
Aber es scheint doch gegolten zu haben. Okay. Wahrscheinlich kriege ich irgendwie keine hohe Belohnung oder so. Ja, dieses Sichtverzerren. Und los geht's! Nervt. Ich glaube, ich muss mir die Tasten doch mal umlegen. Und jetzt die letzte Herausforderung. Hi. Aua. Aua. Warum so viele Gegner? Willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode. Ich möchte mehr Speicherpunkte haben, bitte. Der Show, in der das Blutvergießen Trumpf ist. Heute haben wir einen neuen Kandidaten, direkt aus der Vergangenheit. Er sieht hart aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden. So, dann sollte ich mal gucken, dass ich nicht so sterbe, wie üblich. Aber es sind, wie gesagt, so viele Gegner von allen Seiten. Dann halt auch mehr als einen Schuss aushalten. Na komm. Okay, Leute, die Show kann beginnen. Aber ja, hat er gesagt, das ist eine neue Herausforderung. So. Und los geht's. Hätte doch hier zwischen der Arenen wenigstens mal speichern können. So, der nächste. Da. Das tut schon mal hinschauen weh. Also jetzt kann ich ja mir ein bisschen Schrotmunition sparen. Diese Waffen doch alle mal ein bisschen effektiver wären. Ah, unser Kandidat hat einen guten Start. Es war tatsächlich schlechter in allen Belangen als die beim ersten Mal. Okay, Schrotflinte. Dafür haben wir ein bisschen mehr Munition für die Schrotflinte. So, weiter geht's. Ist in Ordnung. Ich frage mich, ob das schon gezählt hat. Dankeschön. Also ein bisschen hilft da ja mit. So, wie viel sind's denn noch? Da ging das jetzt besser. War das hier das mit dem Dings abschießen? Ich glaube, ne? War ich zu spät? Und da ist das Ding ein bisschen zu langsam. Kann natürlich gut sein, dass es entscheidet,
Hier macht es sich halt echt bemerkbar, dass ich kaum Platz für die Maus zu bewegen habe, hier auf meinem Schreibtisch. Ja, lass mal erstmal hier Zeug zerlegen und mitnehmen. Danke. So, dann haben wir jetzt ja Zeit. Laden wir alles nach und in der nächsten Folge gucken wir, ob wir es dann hinkriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.